Und hinter den Frankfurtern liegt kein normaler Samstag, sondern eher ein Tag des Kräftemessens. Die ganze Stadt unter Druck, überall Polizei und kein Durchkommen. Von morgens um 9 bis noch vor wenigen Minuten. Eigentlich könnte man da richtig sauer werden. Doch jetzt heißt es, wäre man richtig stolz. Denn durch die Grenzstadt wollten heute Neonazis marschieren. Dass ihnen das nicht gelang, dafür sorgten erstaunlich viele Menschen. Es ist ein Wettlauf durch Frankfurts Innenstadt, durch die heute kein Bus, kein Auto, keine Straßenbahn fuhr. Die Nazis wollen zur Grenze, die Polizei muss sie aufhalten, denn 500 Gegendemonstranten blockieren die Marschroute. Dass so viele Leute gekommen sind, um Flagge gegen Nazis zu zeigen, überrascht die Teilnehmer selbst. Na, wenn wir genug sind, lösen die uns nicht auf, da bleiben wir hier. Das ist auch schon ein gutes Signal, dass man hier einfach nicht Fuß fassen kann. Und da halten wir also die letzten Stunden auch noch durch. Frank Bayer, der NPD-Chef von Brandenburg, will schon zum zweiten Mal in diesem Jahr mit seinen 100 Gefolgsleuten zur Grenze marschieren und sie dicht machen. Sie maskieren sich als Esel, lächerlich, aber für Jan Paczewski erschreckend. Der 88-Jährige stand als 20-Jähriger Nazis im KZ Majdanek gegenüber. Dass die braunen Truppen wieder da sind, findet er unglaublich. Ich habe Angst, weil ich habe viel erlebt und ich werde weiterkämpfen gegen die Nazis, verspricht er. Bayer diskutiert mit dem Polizeiführer, will freies Geleit durch die Stadt, doch 700 Polizisten können ihm nicht helfen, weil die Frankfurter hartnäckig bleiben und nun im Regen schon die sechste Stunde den Weg blockieren. So wie die alle nicht möchten, dass die Nazis hier Fuß fassen und bei uns durch die Stadt marschieren. Das will ich verhindern, deswegen bin ich hier. In Frankfurt war der bunte Block heute stärker als der braune Block, der entnervt nach Hause fuhr, aber drohte, wiederzukommen.